Jetzt wird gegrillt. Barbecue. Schöne Grüße aus dem tiefsten Süden von Deutschlands. Leute, die meine Videos schauen, die wissen, dass ich mit dieser Feuertonne gerne mein Barbecue mache. Grillrost hat diese Feuertonne erfunden. Wir werden sie heute einen Tag begleiten, Hand mit anlegen. Erst wird gearbeitet, geschuftet, dann wird gegrillt und zum Ende des Videos wird eine Feuertonne verlost. Viel Spaß beim Zuschauen. Schaut mal hier, hier stecken die Schlüssel noch in der Haustür. Sowas werdet ihr, glaube ich, nicht im Ruhrgebiet oder in Berlin sehen. Ich weiß nicht, wie das ist. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinklagen. Wir klopfen jetzt erstmal an. Hi, ciao. Du bist der Matthias, ne? Grüß Stimmt. dich. Der Juniorchef von Grillrost. Grüß dich. Danke Grüß für dich. Die Einladung. Ich bin heute mit meinem Team hier, um mit anzupacken. Wollen noch ein bisschen grillen, habe ich mir sagen lassen. Aber ich würde vorschlagen, du zeigst uns vorher den Hof, oder? Genau. Ich zeige euch die Werkstatt, dann zeige ich dir deinen Arbeitsplatz, Charo. Mein Arbeitsplatz. Das hört sich gut an. Schon lange nicht mehr gearbeitet. Gut. Ja, oder handwerklich gearbeitet, sagen wir mal so. Ich danke für die Einladung nochmal. Ich freue mich auf den Tag heute mit euch. Und komm, zeig uns mal den Hof. Gehen wir. So, Matthias, wir waren in der Werkstatt. Es ist sehr schön anzusehen, wie alles wirklich mit der Hand verarbeitet wird. Man sieht wirklich hier Made in Germany, sehr, sehr stark. Was mich aber nochmal interessiert, ihr sind mehrere Generationen. Mit wie vielen Generationen seid ihr hier? Drei Generationen. Am Opa, die waren Landwirte, Oma und Opa. Mhm. Vater und die Mutter waren dann hier, haben das umgebaut. Und jetzt sind mein Bruder, meine Schwester und ich. Und mir baut jetzt die Grillroste. Stark, also das war alles vorher ein landwirtschaftlicher Betrieb. Genau. Und jetzt machen wir hier Feuerton auf den landwirtschaftlichen Betrieb. Habt ihr umgebaut. Sehr, sehr stark. Freue ich mich drauf. Das sind hier die Feuertonnen. Die kenne ich. Was muss ich oder was soll ich hier machen? Also damit hast du ja schon oft Grillscharung. Ja. Und da bekommen die Kunde so ihr Logo rein. Ja. Und jetzt habe ich hier einen Plasmaschneider und ein bisschen Werkzeug. Und dann musst du dein Logo reinschneiden. Sehr stark. Ich würde vorschlagen, das ganze Logo wird, glaube ich, ein bisschen schwierig mit einem Plasmaschneider. Ich würde vorschlagen, ich signiere es nur. Ich glaube, das reicht schon für den Anfang. Ja, okay. Und das Logo knallst du dann später nochmal richtig maschinell rein. Genau, das machen wir dann CNC und dann passt es. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Werkzeug für dich. Also ein bisschen Schürze und Handschuhe. Ah, Arbeitsschutz ist sehr, sehr gut. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Schutzbrille. Ich hoffe, die steht mir. Ja, von Dior. Handschuhe. Arbeitshandschuhe. Und eine Schürze. Und eine Schürze, wunderbar. Die Tonne, die wir jetzt da herstellen, was auch gerade zum Teil schon drin in der Werkstatt gemacht wird, das ist die Tonne, die jetzt verlost wird. Und von daher solltet ihr auf jeden Fall schon mal Instagram Grillrost abonnieren, Charo abonnieren, da läuft gerade das Gewinnspiel. Und du musst auch nicht arbeiten. Ich muss arbeiten, klar. Perfekt, wunderbar. Du dirigierst mich, du hast jetzt schon mal meinen Arbeitsschutz. Ja, da ziehe ich mich schon mal an und dann legen wir los, ja? Perfekt. Das ist die Tonne.
aus Stahl, massiv. Und jetzt kommt das Logo rein. Das Logo rein. Matze, hast du hier noch nie mit einem Plasmaschneider gearbeitet? Ist das das erste Mal? Ja, einmal habe ich schon damit gearbeitet. Ich bin ja Schlosser. Ja. Und drum das wo hast du, wie sagt man dazu, geplasmat? Nee. Ja, keine Ahnung. Geschnitten? Geschnitten, gelasert. Wo hast du gelasert? Also ich war Schlosser im Kranbau, ja. Und Schweißer. Ja. Okay, jetzt machen wir hier Scharo. Bei Scharo? Ja. Machen wir bei Scharo. Ich würde das mit einem Stift ein bisschen vorzeichnen. Vielleicht eine gute Idee. Ha, was hältst du davon? Ja, ne? Nee, das passt doch gar nicht so. Nee, warte mal. Wir haben es geschafft, schon mal Scharo da drauf zu schreiben. Oder eher gesagt, der Tristan war das. Der hat schon gut vorgearbeitet. Der war ja früher in der Graffiti-Szene stark unterwegs. Ja, brauchst nicht so zu lachen, ist so. Und jetzt muss ich das mit dem Plasmaschein rausbrennen. Verstaust du nicht, Saro? Nein, ich werde eine ruhige Hand da hoffentlich heute haben. Und Cookie, habt ihr noch Handschuhe? Ja, sehr gut. Sehr gut. Handschuhe, Schürze, haben wir auch eine da? Jawohl. Bis wir da. Morgen. Fühle ich mich gerade wie bei Haus des Geldes hier. Pass auf. Ich glaube, ich hab's durch. Christals Graffiti-Kunst aus den 90ern. Mit meinem Bauhandwerk ist das Schönes hier mal rausgekommen. Ich war schon am Verzweifeln. Ich dachte, das wird so richtig Kindergarten-Krickel-Krackel-mäßig. Ja? Aber haben wir gut hinbekommen. Ja, man muss sagen, Fingerspitzengefühl hast du. Könnte man nicht meinen. Sollte man als Koch auch haben. Und wenn es mit meiner Kochkarriere nicht mehr läuft, kann ich hier anfangen. Weiß ich, wo ich anfangen werde. So, es war ein schöner, anstrengender Tag hier bei euch und bei Grillrost. Und ich würde vorschlagen, wir schmeißen jetzt den Grill an. Und jetzt wird gegrillt. Jetzt wird gegrillt. Barbecue. So. Für die Leute, die die ganze Zeit zugeschaut haben und nicht wissen, was die Feuertonne ist, das ist die Feuertonne. So ein Ding könnt ihr gewinnen. Und deine Mitarbeiter haben schon Platz genommen, Familie auch. Ja, sieht schon sehr gesellig aus. Gestern Abend war auch eine tolle Gastfreundschaft von euch. Vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür. Gerne, Scharo. Und ich würde vorschlagen, ich schnibbel jetzt das Gemüse. Ja, du bist heiß ist ja schon mal hier. Es ist verdammt heiß, verdammt heiß. Ich würde vorschlagen, wir legen direkt einfach los. Die sind hungrig, wir sind hungrig, du bist hungrig. Hau mal rein. Die sind auch hungrig. Von daher, gib mal bitte das Messer. Achso, das kleine hast du mitgebracht? Das kleine Messer hast du mitgebracht? Ich dachte, du hast den Säbel, den richtigen Säbel mitgebracht. Naja, Blanco, fangen wir an. Was wirst du jetzt drauf? Lammwurst, die haben wir geholt bei Josefs Bio. Musst du erkennen. Bester Mann, der weiß Bescheid. Josefs Bio. Check mal ab und Grüße gehen raus an Josef. Was ist das hier? Das ist das ganz coole Scharo. Ich zeig dir das. Du hast das die ganze Zeit schon in einem Feuer gehabt. Rundherum. Das muss glühend sein. Boah. Jetzt kommt was Krasses rein. Kurz durch Feuer. Oh, krass.
Und? Geiles Teil. Jetzt haben wir was vergessen, Schabo. Sag es. Bismillah und rein damit. Der weiß Bescheid. Wirklich sehr, sehr lecker. Mega geil. Schmeckt wirklich Bombe. Vielen, vielen lieben Dank für eure Einladung. Auch für diesen tollen Nachmittag hier mit dir, mit deiner Familie, mit der Firma. Ihr lasst uns jetzt ein bisschen Liebe da. Denkt dran, das Gewinnspiel läuft. Checkt auf jeden Fall Instagram ab, bei Grillrost, bei Charo. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.